Parteifreunde, bevor es jetzt weitergeht. Ich finde es ausgesprochen unfair, bei einem Kandidaten eine sehr große Ruhe im Saal zu haben, während es bei einem anderen kontinuierlich der Lärmpegel ansteigt. Wir haben ein sehr... Wir haben hier ein faires und demokratisches Verfahren. Dazu gehört auch, dass alle drei Kandidaten die gleichen Voraussetzungen haben, um sich vorzustellen. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder, lieber Bundesvorstand oder ehemaliger, ich bedanke mich bei der Programmkommission und dem letzten Parteitag im Frühjahr diesen Jahres, dass ich überhaupt hier antreten darf für Sie als Mitglied der Basis, als Kreisvorsitzender, denn ohne die Satzungsänderungen, also wäre das mit mir nichts geworden. Den Bezirksverband möchte ich sehen, der mich aufstellt. Und dann auch noch als Bundesvorsitzender. Sowas machen nur einfache Mitglieder. Ich bedanke mich also bei den 365, die für mich rechtsgültig unterschrieben haben. Ich bedanke mich insbesondere bei den Landesverbänden Berlin, Brandenburg und Niedersachsen, dass sie Herrn Galuba, Herrn Lindner und mir die Möglichkeit gegeben haben, uns persönlich vorzustellen. Das finde ich persönlich vorbildlich für die gesamte Partei, denn vielleicht gab es da die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die Persönlichkeiten persönlich kennenzulernen. Ich war genauso wie Sie von den Beinen, als Herr Lindner eine sehr motivierende, alle unsere Kernthemen ansprechende Partei nach draußen medienwirksam präsentierte. Ich bin von Beruf Landwirt, also umgangssprachlich Bauer. Ich bin einfach strukturiert. Ich weiß als Kreisvorsitzender, es gibt eine Differenz zwischen Parteitagen und dem, wie unsere Mitglieder. Aber jedenfalls ein bisschen Motivation mitzunehmen, das kann ja nicht schaden. Aber meine Mitglieder sagen dann in meinem kritischen Kreisverband, Frau Dr. Babel ist meine Ehrenvorsitzende, also da ist immer für Kritik gesorgt. Die sagt, Herr Behlen, was meinen Sie, was unser Problem ist? Und dann sage ich meinen Mitgliedern, nicht das Erzählte reicht, das Erreichte zählt. Und das war die Abstimmung des 22. September. Da wurde nämlich von dem Wähler nicht die Frage nach sehr guten Parteitagsreden, die wurde gar nicht so beantwortet, sondern wir wurden gemessen an dem, wie wir unsere Erzählung in faktisches Handeln umgesetzt haben. Und das war aus Sicht der Mehrheit ein ungenügend. Das hieß, sitzen bleiben, nicht mehr in den Bundestag kommen, nicht mehr medial wahrgenommen zu werden. Wir haben da ein schwerwiegendes Problem. Und ich bin Herrn Dr. Rösser ausgesprochen dankbar, dass er persönliche Verantwortung übernommen hat, dass er sich bei uns entschuldigt hat als einer der wenigen, die hier gesprochen haben von der ehemaligen Führung, dass er das auf seine Schultern nimmt, denn wir wissen immer, Wahlsieger, da ist das Podium voll, da gibt es 100 Blumensträuße, da springt ja auch mal eine Ministerin bei der CDU noch mal nachträglich hoch, um zu singen an Tagen wie diesen, aber in der Niederlage, da steht dann immer einer allein und keiner war es gewesen außer ihm. Das ehrt ihn aus meiner Sicht, das ist honorig und er nimmt damit natürlich auch den Druck auf die anderen Präsidiumsmitglieder, die es gemeinschaftlich verursacht haben. Wo lagen denn unsere Fehler und wie begradigen wir die in Zukunft? Ich selbst bin Landwirt, habe große Scheunen mit viel Dachfläche, optimal gelegen. Ich könnte also einer der Hauptprofiteure des erneuerbaren Energiesystems sein, das Menschen unglaublich hohe Strompreise abverlangt und sie Menschen wie mir mit Kapitalrenditen, die im zweistelligen Bereich 10 Jahre lang lagen, zuträgt. Das System ist keine soziale Marktwirtschaft, das System ist asoziale Staatswirtschaft. Ein Kreisvorstandsmitglied, dessen Namen ich hier nicht nennen muss, hat mal vor 2 Jahren gesagt, Jörg, ich habe jetzt meine Lebensversicherung gekündigt und habe auf meine Mietshäuser so Solaranlagen gebaut. Da habe ich gesagt, na und?
Weißt du denn, wer das bezahlt? Sagt er, ja, das zahlen meine Mieter. Sagt er, aber bei der Lebensversicherung hätte ich die Rendite nicht bekommen. Jeder, der klar rechnen kann, weiß, wer zahlt die Rechnung. Das sind kinderreiche Familien, die inzwischen mit Steuern und Abgaben von 54% belastet werden. Wenn sie Kapitaleinkünfte haben, wie der ein oder andere unserer Mitglieder, dann gehen sie mit 25% plus Solidaritätszuschlag. Und wenn Sie dann bedenken, dass die indirekten Steuern auf das bereits versteuerte Einkommen abgeknöpft werden, dann bekommen Menschen Steuer- und Abgabenlasten von über 70% aufgehalst und die müssen nicht mal im oberen Einkommensbereich sein. Das sind Durchschnittsverdiener. Und wenn wir das angreifen und wenn wir es versäumt haben, dieses System zu ändern, dann muss ich sagen, da haben wir Schuld auf uns geladen. Aber das lag doch nicht an unserem Veränderungswillen. Das lag doch nicht daran, dass wir das nicht erkannt hätten. Genau diejenigen, die den Menschen da draußen versprechen, dass der Staat ihre Probleme lösen würde, schafft genau die Probleme, unter denen die Menschen dann anschließend leiden. Hohe Steuern und Abgaben. Wie ist denn, und da würde ich Herrn Lindner gerne recht geben, niemand will die Achse unserer FDP verschieben, insbesondere dann nicht, wenn wir von Rechtspopulisten im Bundestagswahlkampf Werbespots sehen, dass der Euro an niedrigen Renten schuld sei und so weiter. Das ist ja billigste Polemik. Keiner in unserer FDP, niemand, den ich hier kenne, behauptet einen solchen hanebüchenen Unsinn. Aber es gibt doch auch Kernfragen, die die Euro-Rettung für unsere Kernwählerschaft, für jeden Menschen da draußen auf der Straße aufwirft. Auf Seite 64 im Koalitionsvertrag hat die Große Koalition festgestellt, wir haben ein Problem bei unseren Lebensversicherungen. Die Garantierenditen sinken und wir müssen befürchten, dass die Garantierenditen unter die Inflationsrate sinken. Haben wir nicht auch als FDP da ein geringes Problem? Wir haben doch immer gesagt, Kapitaldeckungssysteme sind den Umlagesystemen so weit voraus. Was ist denn, wenn eine EZB, um Schuldner zu entlasten, auf Kosten der Sparer den gleichgewichtigen Zinssatz immer weiter runternimmt? Was sage ich denn einem 20-Jährigen, der sich selbstständig macht? Soll er riskieren, eine Lebensversicherung abzuschließen und sozusagen mit negativen Sparquoten nach 40 Jahren rauszugehen? Wir müssen eben auch unangenehme Fragen hier mal stellen, die sich nicht in allgemeinen Plätzen wiederfinden, sondern die konkrete Probleme konkreter Menschen betreffen. Und dann nicht den Eindruck erwecken, als könnten wir jedes Problem als Liberale lösen, aber zumindest uns glaubhaft dafür einzusetzen, die Dinge zu verbessern. Wir sind eben nicht die Partei, die die besseren Pläne aufstellt in der Planwirtschaft. Das sind wir als Liberale ganz sicher nicht. Sondern wir sagen, wenn der Staat, wenn die Politik, die davon lebt, Freiheit und Verantwortung zu trennen, sagen Sie mir mal, welcher Bundestagsabgeordnete für den ESM mal persönlich zur Rechenschaft gezogen wird. Sagen Sie mir mal, muss jetzt der Herr Wowereit für die 3 Milliarden in Berlin, muss der da seine Pension für verpfänden oder wie? Politik lebt von Verantwortungslosigkeit und deswegen sagen Liberale, wir wollen möglichst nicht alles in demokratische Prozesse des Parlaments geben. Wir wollen den Menschen ihre Freiheit und Verantwortung zurückgeben. Wir wollen nicht die demokratische Mehrheitsentscheidung über jede persönliche Frage unseres Lebens verweisen. Das ist liberal. Und dass wir da auch schwierig uns in der politischen Debatte beweisen müssen, weil die leichteren Antworten haben ja immer die Sozis, haben immer die Sozialdemokraten. Mindestlöhne. Welcher Selbstständige kriegt Mindestlohn? Mein bester Kumpel hat mich hierher gefahren, um mich zu entlasten. Und ich saß im Fonds und er erzählte mir, er ist jetzt 10 Jahre selbstständig, hat inzwischen 10 Beschäftigte und seit 3 Monaten gibt er sich den ersten Lohn von 3.000 Euro monatlich. Und das nach über 9 Jahren Selbstständigkeit. Und wer schützt die Freunde, die das Risiko nehmen, die für ihre Mitarbeiter sich aufopfern? Niemand. Und wenn die Gewerkschaften sagen, das würde ihnen nützen, dass das am Kabinettstisch einfacher geht für Steinmetze und Steinbildhauer, Mindestlöhne, das haben wir am 20. September in der Tagesschau sehen dürfen, dass das viel einfacher ist, wenn da sich 5 gewählte Politiker darauf einigen, darauf kommt es ja gar nicht an. Aber wer seine Freiheitsrechte und seinen Lohn verteidigen will, der muss sich eben engagieren. Der kann doch nicht zu uns rennen und alles bei uns abladen. Wenn Herr Lindner sagt, wir sind eine antilobbyistische Partei, da hat er recht. Denn nur Lobbyisten können da gedeihen, wo der Staat alles regeln will.
daran scheitern die Sozialdemokraten in diesem Staat. Und wenn man dann die Frechheit hat, uns, die Lobbyistenpartei, die wir es doch gar nicht in den politischen Diskurs bringen wollten, zu bezeichnen, dann sage ich, dann schaut doch mal auf die Abgaben von Strom, von Tabak, von Sekt, das war damals Wilhelm II. Für seine damalige Flotte. Was ist denn daran sozial? Wir haben Steuern- und Abgabenquoten für die untere Einkommensschicht, die asozial sind. Das ist nicht zu vertreten. Gleichzeitig müssen wir sagen, wir haben es nicht geschafft. Aber dass ich das sozusagen an uns zurückgebe, weil 664 Delegierte, da gab es ein paar Enthaltungen 2009, da haben wir ja alle dafür gestimmt. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt mal unser Kreuz wieder gerade, da gebe ich Herrn Lindner recht, legen hier einen glaubwürdigen Neustart hin, aber nicht ohne eben auch persönliche Schuld zuzugeben und zu adressieren. Wie ist das denn? Sie kommen gerade aus einer Delegiertenbesprechung, also gerade vor 40 Minuten. Da sagt Ihnen dann in der Regel der Landesvorsitzende, also wir haben jetzt die Nordschiene, die Südschiene, wir machen das mit A, B und C. Wir wählen den mit und den mit. Ja, also ich weiß ja nicht, in welcher Partei Sie aktiv sind. Ich bin in einer Partei der Eigenverantwortung, der Mündigkeit, nicht der gelenkten Demokratie. Dann kann ich doch von Ihnen verlangen, von uns allen, dann hören Sie sich jeden Redner der folgenden vorurteilsfrei an. Bilden Sie sich Ihr persönliches Urteil, stimmen ab und dann warten wir mal die Intelligenz, die Schwarmintelligenz dieses Parteitages ab. Und nur um das bitte ich Sie, vorurteilsfrei bei jedem der kommenden Kandidaten und bitte auch für mich, vorurteilsfrei zu entscheiden. Und dann sind wir in unserer innerparteilichen Demokratie ein gutes Stück weitergekommen. Ich bedanke mich.